Flashing Thunder von Weko. Der ultimative Blitzknall. Ja, nachdem Leslie und Nico sozusagen die Vorreiter der Thunder Kings war, hat Weko nun Anfang des Jahres 2012 auch nachgezogen mit einer Variante Flashing Thunder und Big Flashing Thunder, soweit ich weiß. Also einmal eine Variante für Gefahrengutklasse 1-4, die hier, und einmal noch eine für die Gefahrengutklasse 1.3. Wie gesagt, hier die etwas, ja, nicht so gefährliche Version, sagen wir mal so. Ihr seht da ja in Kategorie 2 eingestuft. Hersteller ist ja als Weko angegeben, wird aber auch irgendein Chineser sein. NEM ca. 18 Gramm und Bruttogewicht ca. 200 Gramm. Jo, schauen wir uns die Teile mal an. 10 Stück sind hier in so einer Packung drin. Einen habe ich schon mal getestet, war nicht so geil. Hier seht ihr ja schon, sind nicht besonders groß. Da sind, glaubt, selbst die von Dings hier, von Leslie, die Thunder Kongs noch größer. Flashing Thunder Weko, finden wir hier nochmal NEM-Angaben. Nee, doch hier. 1,8 Gramm hat einer. Ja gut, okay, geht. Ist nicht viel, aber geht. Oh, hier ansonsten nichts Besonderes weiter. Lange Lunte, muss man schon sagen. Und großer Plastikstandfuß. Gut, gehen wir einfach mal testen. Thank you.